So. Fighter mit Medium. Warte, oh Gott. Ich habe was auf den Boden geworfen. Das sollte man nicht tun. Mein Vorsatz für dieses Jahr war, meinen Raum so sauber wie möglich zu halten. Das heißt, wenn hier was auf den Boden fällt, wird es instant aufgeräumt und nicht erst in 3 Wochen irgendwann. Daher, let's go. Was ist hier das letzte Mal passiert? Wir hatten diesen Flashback, glaube ich, mit diesem einen Monster, das wir einfach absorbiert haben oder so. Und wir wissen jetzt, es ist tatsächlich ein Twin-Plot. Wir haben eine Zwillingsschwester, die gestorben ist, was man schon vor 5000 Stunden hätte callen können, was ich sehr schade fand. Wir haben einen Dad, der uns angerufen hat und gesagt hat, hey, komm hierher. Und anscheinend geht's noch weiter. Ich hätte das Spiel hätte hier auch einfach enden können, finde ich. Das war eigentlich ein ziemlich gutes Ende. Aber es scheint ja noch irgendwas zu passieren. Daher laufen wir mal weiter. Bin ich aber sowas von gespannt, was mich jetzt in dieser ganzen Sache noch erwartet. Okay, Marianne. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Another photo. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Okay, vielleicht waren sie doch keine Zwillinge. Sie waren einfach nur Schwestern. Dann hätte ich den Zwillingsplot fast schon wieder cooler gefunden, irgendwie. I can't stand the look she gives her. She hates her because of what happened to you. She thinks it's her fault, as if she did it, on purpose. Okay, auf jeden Fall. Ich halte es nicht aus, wie sie ansieht. Sie hasst sie wegen dem, was dir passiert ist. Sie denkt, es sei ihre Schuld. Als ob es mit Absicht getan. Also, ob es. Weißt du, Englisch? Kein Problem. Deutsch. Sie ist noch jung. Sie braucht Zeit, um zu verstehen. Aber manchmal habe ich Angst. Angst, was sie ihr antut. Angst, dass sie ihr etwas antut. Ich sage immer wieder, das würde sie nicht tun. Aber andererseits kenne ich sie besser als sonst jemand. Jeder hat Dämonen. Scary. Warte, da war noch was. Oder? Hä? Oder ist das der Punkt? Ach, okay, das ist der Punkt. Is that a dollhouse? How the hell did it survive the fire? Locked. Maybe there's a way to open it. Okay, hier ist die Art, wie man es öffnet. Man nimmt es hoch und schmeißt es mit voller Kraft einfach auf den Boden, okay? So hart, dass es einfach zerspringt in 1000 Teile. I feel like I should find somewhere to put it. Oh, okay. Scheint so, als ob wir noch mehr Fotos finden werden. Oder haben wir ganz viele aufgesammelt? Ah. Nee, warte. Das kommt weg. Erst kommt... Ach ja, warum soll ich das... Hä? Erst kommt das hier nach da, dann... Kommt... Nee, warte. Okay, ich verstehe, was wir machen müssen. Glaube ich. Hier kommt das Hochzeitsfoto hin. Hier kommt das Familienfoto hin und hier kommt das Foto hin. Aha. The Rekovich family history. Insane einfach. Imagine being smart. Also halt. Ich kann einfach nicht anders. But I can still make out some of it. Manchmal ist mein Gehirn einfach so. Das Rätsel? Hier ist die Lösung, Bruder. I got you. Alright. Let's see what's on the flip side of this place. Ew. Ew. Ew, ew, ew.
Firefly. Why do I feel that's not all you are? Ich hasse es, dass sie einfach jeden Scheiß kommentiert, Mann. Strange. It's like feelings etched into the wall. This looks eerily familiar. Halt, Bro. Ich werde sowas ein Review, also sowas von einem Review zu diesem Spiel machen, by the way. Sobald ich das fertig habe, instant. The dollhouse. It's open. Wow. Huh. It looks like a replica of the actual house. Hm. Looks like I could put something here. Okay. Kann ich irgendwie nach da unten? Also insgesamt mag ich das Spiel ganz gerne, tatsächlich. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mir so denke... Nee, musste das sein? Hey, habe die Boo, was geht ab? Stimmt, wir haben ja noch diese Fähigkeit, nicht, dass ich das wieder vergesse und dann einfach die ganze Zeit wieder total verwirrt herumeiere und einfach keine Ahnung habe, was ich machen soll. Okay, irgendwas ist anscheinend mit diesem Foto am Abgehen, oder? Nee. Oder doch? Man ist sich nicht sicher. Ach, das kann man aufnehmen. Okay. Oh, okay. Okay, ich verstehe. Jetzt kann ich in der anderen Welt irgendwas machen, oder? I knew it. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. It's all connected. Da 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 da. Da 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 da. Ew, 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 disgusting, Bruder. This one looks tough. Don't think I can cut through. Schon ein kleiner Sweet Home Moment hier gerade. Ja, 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 ein weiterer Schmetterling. Wir sind nicht fucking blind, Alter. Halt, Mädchen, du musst echt mal lernen, einfach mal ruhig zu sein. So, weißt du, das Geile an Horrorspielen ist, dass sie so ein bisschen... Ist Subtilität ein Wort? Dass sie so ein bisschen subtil sein können, wenn sie möchten. Dass man einem halt nicht alles vorkauen muss. Und sie ist halt so, wow, ein Spiegel, wow, ich bin wieder zurück in meinem alten Haus. Wisst ihr noch, als das abgebrannt ist? Das war ein ziemlich schrecklicher Moment. Lasst uns zurück zum kleinen Puppenhaus gehen und den Spiegel vielleicht an eine andere Stelle packen. Mal schauen, was dann passiert. Hey, der Spiegel hat einen neuen Durchgang geöffnet. Wir sollen da vielleicht mal reingehen. So, das ist halt einfach sie, Alter. This room, it feels like it's pushing me out. Like it doesn't want me here. Weißt du, das ist halt so eine Line, die macht Sinn. Aber halt so ein Ding von wegen, wir nehmen eine Puppe auf und sie sagt einfach, oh, eine Puppe, wie seltsam. Und ich denke mir halt so,
Was? Wirklich? Eine fucking Puppe? Hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich das nicht erkannt. I don't think this belongs here. Es ist ein Fisch, natürlich gehört er nicht in ein Haus. Wie viel vom Twinplot habe ich verpasst, sehe ich gerade. Du hast nichts vom Twinplot verpasst, weil der Twinplot tatsächlich kein Twinplot ist, sondern nur ein Schwesterplot. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Another mask. Were those the friends Satinus talked about? So ein random Nut in den Stream, Alter. Ah, warte. Ah, warte. Ah, ah, warte. Ah. Blood. Mega gut. What is this? A tea party with the devil? I know. I understand. I can feel your pain. What the hell? Blood. We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. Ah! Okay, wir brauchen noch eine weitere Maske. Und die eine Maske ist höchstwahrscheinlich in diesem anderen Raum, ne? Oh, warte. Hold up! Wir haben noch diesen Geburtskram nicht kaputt gemacht. Okay, der dunkelrote, dann der gelbrote und irgendwas muss ich ja mit denen machen können, oder? Kann ich die vielleicht kombinieren? Oh, warte. Okay, warte. Wir haben den Fisch und der kommt nach hier. I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, damn. No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Hope that's the last of them. Damn, Lily hat major Hate auf ihre Schwester. So, weißt du was? Diese Story erinnert mich mega an eine Silent Hill Fanfiction, die ich vor 100 Jahren mal geschrieben habe, wo es einfach darum geht, dass wir so ein Mädchen verfolgen, welche irgendwann plötzlich anfängt, so Visionen zu kriegen von irgendwelchen ganz schlimmen Dingen. Sie sieht einfach, wie ihre Mutter stirbt. Sie sieht einfach, wie ihr ganzes Leben irgendwie auseinandergerissen wird. Und irgendwann sieht sie halt einfach so eine Nachricht von wegen, komm nach Silent Hill an irgendeiner Wand. Und sie denkt sich so, vielleicht sollte ich mal nach Silent Hill gehen. Ich war 15, als ich das geschrieben habe, by the way, oder 14. Ja, da will ich drauf hinaus. Sie haben einfach meine Fanfiction geklaut. Und der Twist der Story war dann letzten Endes, dass sie tatsächlich auch eine Schwester hatte, welche bei einem Autounfall in der Nähe von Silent Hill ums Leben kam, wo dann aber die Stadt irgendwie den Geist der Schwester gegriffen hat, um ihn bei sich zu behalten, während sie, also die Protagonistin, ihr normales Leben weiterleben konnte und dann die Kraft des Hasses der Schwester so groß wurde, dass sie irgendwann angefangen hat, ihre Schwester zu influenzen, die ihr normales Leben führte, um dann halt sie ebenfalls herunterzuziehen und mit sie auch den Schmerz spüren kann,
den die tote Schwester spürte, nachdem sie halt so komplett alleine gelassen wurde, mehr oder weniger. Wenn das jetzt dieselbe fucking Geschichte ist, holy shit, lawsuit incoming, okay? Das ist halt einfach... Bro, Mann! Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Okay, checken wir gerade mal. Das sieht aus, als ob der dahin passen könnte. Dann sieht das, als ob der dahin passen könnte. Dann sieht das, als ob der dahin passen könnte. Oder? Save yourself. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. That's three. Spooky ass shit right here. Bro, ich bin ganz so. Wenn das ernsthaft die gleiche Story ist, wie die, die ich mit 14, 15 Jahren fucking geschrieben habe, ne? Ich wünschte, ich hätte die noch. Aber die ist mittlerweile, also die Story ist mittlerweile, glaube ich, 15 Mal weggelöscht. Bro, Alter. Ich lache einfach so hart, dass es dieselbe Scheißgeschichte ist. Save you both. Ah! Shit! God damn it. Damn, jetzt muss ich plötzlich voll reagieren hier. It came from her. Bought its way out with our lives. Lily. She... I need to find her. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Oh mein Gott, es ist ein Schuh. Ja, ich fand das auch gerade so super weird. Ich war so, oh nein, meine Schwester. Oh, der Keller sieht aber normal aus. Tonal Whiplash Woman. I can still make out some of it. Johnny Pot, Smoker und Ingrid, danke für eure Subs. Ach, dieses Knacken klingt einfach so gut. A lot of love was put into this. But there's sadness too. Er ist irgendwo da draußen, so viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich das hier schreibe und nicht sammeln in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss sie nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer alleine der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dem auch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Heute hat sie Geburtstag, der 27.02. An diesem Tag muss ich immer daran zurückdenken, als ich sie zum ersten Mal sah.
Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein, um diesen anderen Teil von mir verstummen zu lassen. Und jetzt will ich ihm um jeden Preis zurück, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Er ist riskant, aber das ist meine einzige Chance. Wenn es nicht funktioniert... Nein, es wird funktionieren. Das muss es. Ich drücke dir die Daumen. Okay, das war nur der Schuh. Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Aus irgendeinem Grund läuft diese Szene einfach so mit 3 FPS. Was könnte wohl das Schloss sein? Okay. Das war 27.02., oder? 27.02. Null, null, null. Schade. 1, 3, 3, 7. Warte, das ist bestimmt... Shit. Ah. Ach, warte, natürlich. Es gibt ja noch diese Funktion hier. Ganz vergessen. Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Insane. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hatte recht, in dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren, in ihr. Es frisst sie von innen auf. Zehrt von ihrer Kraft. Ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay. Also 27.02 war es nicht, aber ich meine, ich habe 0227 ebenfalls schon probiert. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht leuchten die Tasten einfach auf, aber das...
Oh, warte, die Tasten leuchten auf. Eins, sechs, neun. Das sieht man nur einfach nicht, weil das so fucking hell ist. Warte mal. Hä? Was ist das für ein Rätsel, Mann? Hier komme ich auf jeden Fall auch nicht mehr hoch. Das heißt, es muss ja irgendwo hier sein. Hier noch irgendwo irgendwas, was ich aufsammeln kann? Lily, listen. Daddy. Also ich glaube auch, dass es eine Jahreszahl sein soll. Kapiere ich nicht, wie das jetzt mit irgendwas zusammenhängt, aber passt schon. Thing. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg.
Strange. Okay, wir müssen irgend so ein Power-Dings finden. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Es hat auf jeden Fall ein paar ziemlich krasse Visuals. Das muss ich dem Spiel halt lassen. Das sieht halt echt richtig, richtig gut aus. Ah, da kann ich rein. Okay. Ja, das sieht übelst lecker aus hier.